Der Aussicht gebe ich eine 10, aber die Schlaglöcher hier hoch sind ein massives Manko. Hab mir ein Schleudertrauma geholt. Dann kann es nur besser werden. Eingangstür? Ich höre monatelang nichts von dir. Und plötzlich soll das Toskana-Haus bis vorigen Mittwoch verkauft sein. Das steht seit über 20 Jahren leer. Wir hübschen es ein bisschen auf und verkaufen es. Die Toskana ist ein romantisches Idyll. Deshalb kommen meine Klienten hierher. Und was liefern sie mir? Eine Baustelle, deren Wände von Mussolini bemalt zu sein scheinen. Ich würde nicht mehr so bald ins Badezimmer gehen. Da ist ein großes Wiesel im Waschbecken. Und das ist kein Euphemismus. Okay, was ist der Plan? Ferratu, es ist wie eine Ratte. Es hat Zähne. So groß wie ein Baguette, ein Riesenrattenbaguette. Machst du hier Urlaub? Ich bin hier, um unser altes Haus zu verkaufen. Ich liebe dieses Haus. Willst du es kaufen? Ich kann nur mit Risotto bezahlen. Wie viele Teller willst du dafür? Die Art, wie das Licht auf die Fenster da trifft, das raubt dir den Atem. Nein, der Staub macht das. Wieso verkaufst du es? Jack hat bedauerlicherweise keine guten Erinnerungen daran. Ich habe das von deiner Mutter gehört. Tut mir leid. Ich kann mich an nichts erinnern. Du kannst dich nicht an sie erinnern und ich kann sie nicht vergessen. Dieses Haus verdient es, in Ehren gehalten zu werden. Jeder lässt jeden irgendwann mal hängen. Wie man sich dann wiederfindet, das ist Romantik. Grob übersetzt sagen sie, durchaus machbar.